Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Ich hatte ja eine erste Folge gemacht und euch gefragt gehabt, ob ihr das Spiel sehen wollt. Und die Mehrheit hat dafür abgestimmt, dass ihr dieses Spiel sehen wollt. Ich habe euch gesagt, dass es 12 plus ist. Und ich wurde auch gefragt, ob es sehr schlimm ist, weil da jemand jünger ist als 12, darf man normalerweise 12 Filme anschauen. Also es hat halt Waffen hier drin, also wie jetzt das, was sie jetzt haben. Sie schießt. Und ich habe das Spiel damals gespielt, als ich jünger war, also als ich 10 war. Ich hatte damals meine Mutter dabei, also mit dabei, nicht immer. Aber wenn ihr euch wirklich super unsicher seid, dann könnt ihr auch immer noch fragen eure Eltern, ob die das mit euch schauen wollen, weil im Kino ist es ja normalerweise auch so. Okay, wir sind hier stehen geblieben. Letztes Mal war das Ganze, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, das Ganze war total so komisch verwaschen oder nicht so klar. Ich habe auf jeden Fall jetzt was in den Optionen ausgemacht und jetzt sieht das Ganze sehr, sehr viel besser aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der glitzert irgendwas. Also ich höre irgendwie was glitzern. Was genau das jetzt ist, weiß ich. Kann man da dran springen? Nein, da kann man nicht dran springen. Okay. Okay, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das Spiel sehen wollt. Es ist eines meiner Lieblingsspiele. Wir gehen mal nach links. Obwohl ich es noch nie beendet habe, gefällt es mir sehr gut. Okay, jetzt einmal ins Wasser springen. Normalerweise ist unten was. Nicht immer, aber manchmal. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Wenn ihr wollt, kann ich die anderen Tomb Raider Teile, die unter 18 sind, auch mit euch zusammenspielen. Also ich kann Legends mit euch beenden, wenn ihr das wollt, nach dem hier und dann Underworld mit euch spielen, das geht natürlich auch. Die ganz alten Tomb Raider Spiele muss ich hoffe das funktioniert, gerade so, kann ich mit euch auch spielen, oder kann ich versuchen mit euch zu spielen, da ist die Steuerung nicht so gut wie hier in dem neuen, aber kann ich gerne mal probieren. Ich werde die auf jeden Fall auf die Liste setzen. Moment, Fledermäuse. Okay, sehr schön. Falls wir hier runterfallen sollten, macht das überhaupt gar nichts, weil da Wasser ist. Aber wir sollten natürlich nicht runterfallen wollen, sondern wir müssen jetzt erstmal hier dran springen. Wie gesagt, am Anfang weiß ich alles, wo ganz genau alles ist, aber dann wird schon wieder nicht so klar. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir das schon mal aussortiert. Und, das ist jetzt eher sowas Ungeplantes, aber morgen, am Dienstag um 12.30 Uhr, kommt ein Video raus mit mir drauf. Also mit meiner neuen Webcam. Und zwar zeige ich euch da meine Beanie Boo Sammlung oder meine Glubschi Sammlung. Da waren Medipäckchen. Und ja, es kommt auch noch ein neues Zeitplan. Mist. Deswegen macht es ja nichts. Ein neues Zeitplan-Video raus, weil wir haben jetzt ja doch schon viele Let's Plays geändert und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach nochmal ein neues Video, auch wenn das jetzt nicht so lange her ist. Okay, dann können wir hier dran springen und dann hoch und dann hier rüber. Und blub. Okay. Und hoch. Wenn man, das macht sie übrigens nur, wenn man den Knopf gedrückt hält. Ansonsten macht sie das überhaupt gar nicht. Okay. Jetzt hier rüber. Oh, wäre ich schon fast rübergesprungen. Ohne Mist, ohne dass da, ohne dass ich da geguckt habe. Und hopp. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hoffentlich die Tür offen. Sag mal, diese Eingeborenen oder wer auch immer das gemacht hat. Jedes Mal, wenn er dann da reingehen will, muss er das alles machen. Das habe ich mir so als Kind immer gedacht gehabt. Okay, hopp. Und jetzt mal runter. Sehr schön. Oh, da ist auch schon Musik dabei. Okay. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Als ich jünger war, habe ich dann immer das gemacht oder das. Da bin ich nicht richtig gelaufen. Kontrollpunkt, sehr schön. Rutschen Sie einen steilen Abhang hinunter, drücken Sie leer, um nach vorne zu springen. Okay, bei mir ist es jetzt aber A. Ich will aber jetzt nicht steil. Okay. Oh, ouch.
Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Nicht so, wie ich das wollte, zumindest. Aber jetzt. Sehr schön. Da hat es nämlich was. Ach! Jetzt hat das Glitzern aufgehört. Das heißt, da war irgendwo Munition. Ich habe das nicht gesehen. Ja gut, das macht auch nichts. Gut. Jetzt da hinten rüber. Und, Mist. Jetzt bin ich da auch noch dran hängen geblieben. Das ist nicht so gut zum Kontrollieren. Das macht aber nichts. Huch. Jetzt hier hoch. Und hier hoch. Okay. Nee, jetzt ist das Glitzern wieder da. Ach, dann weiß ich auch nicht. Also man hört es so glitzern. Es glitzert nirgendwo. Man hört es glitzern. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen hier rüber gehen. Und dann... Eins und zwei... Und schwupps. Sehr schön. Okay. Lara kann auf schmalen, vertikalen Strukturen balancieren. Springen Sie auf die Säule zu und kauen Sie sich auf diese zusammen. Okay, bewegen Sie die Bewegungstasten in die Richtung, in die Sie springen möchten und drücken Sie leer und zu... ganz vorsichtig, liebe Lara. Ganz, ganz vorsichtig. Okay. Wenn man da nämlich zu lange braucht, dann fällt sie runter. Oder verliert sie... Sie fällt nicht runter, aber sie verliert die Balance. Ist da irgendwas? Nein, da ist nichts. Nur um sicher zu gehen... Nein, da ist nichts. Okay. Dann... Huch! Das wollte ich nicht machen. Dann hier hoch. Okay, dann müssen wir hier rüber. Und schwupps. Und dann einmal hier rüber. Okay, dann müssen wir hier hochklettern. Müssen wir aber ganz vorsichtig sein wegen diesen Pfeilen. Aha, sehr schön. Okay. Jetzt. Sehr schön. Als Kind. Da habe ich so lange gebraucht, um hier durchzukommen. Weil das immer bei mir nie, also wirklich nie geklappt hat. Aber mittlerweile spiele ich auch andere Spiele. Und da bin ich dann eindeutig besser. Ugh, das sind wieder diese Wölfe geworden. Okay, benötigt die Zeit 28 Minuten. Kills... 17, Vorräte 5, Artefakte 1 von 1, Reliquien keine, gemeistertes Zeitspiel, nein, naja, das stört uns auch nicht, freigeschaltet gar nichts. Möchten Sie diesen Fortschritt speichern? Machen wir mal einen neuen Spielstand, Spielstand 2. Okay, einfach, falls irgendwas schief geht, zum Beispiel weil die Aufnahme nicht geklappt hat oder so, dann kann ich da nochmal zurückgehen. Okay, Kontrollpunkt. Ja, gut, jetzt wissen wir bestimmt, was da passieren wird, aber weil wir ja schon gehört haben. Einige Teile des Wandmechanismus fehlen. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben es jetzt. Und. Ups. Sehr schön. Okay. Oh, das ist ein sehr schöner und großer Wasserfall. Ich liebe ja Wasser in Spielen. Gefunden, Zahnrad. Okay. Wir können auch hier runter. Schwupps. Am Boden ist da, glaube ich, nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir müssen hier entlang schwimmen. Also wenn ich das jetzt in echt wäre, da gibt es ja wirklich Archäologen, die wirklich sowas machen. Das würde für mich überhaupt gar nicht gehen. Weil, da war ein kleines Medipack. Nicht weil da ein kleines Medipack war, sondern weil ich da viel zu viel Angst hätte. Okay. Da oben. Da fehlen die Sachen, das Lara gerade gesagt hat. Und das sieht so aus, als ob die dann das Wasser ausmachen da. Also nicht ausmachen, sondern verringern. Dann klettern wir mal hoch und gucken, was sich da befindet. Schwupps. Oh, guck mal. Schrotflintenmunition schon wieder. Die wird bestimmt nützlich sein. Garantiert. Okay. Hier rüber. Und hopp. Und hopp. Oh, da wackelt die Kamera ein bisschen. Okay, da können wir anscheinend noch nicht drüber. Oh, der Fluss geht ganz schön
ganz schön schnell. Und das sind wirklich, also, das sind wirklich jetzt, das gab es damals auf der PlayStation 2. Das heißt, das sind PlayStation 2 Grafiken. Und so schlecht sieht das gar nicht aus. Also da gibt es wirklich Schlimmeres, was man spielen kann. Okay, hopp. Hopp und hopp und hopp. Drücken und halten Sie Maus A, also rechts. Oh, okay. Schon wieder weg. Macht nichts. Ich weiß ja, was zu tun ist. Okay. Ich finde übrigens, dass wenn man nicht in der ersten Person ist, es viel, viel einfacher ist, mit einem Controller zu spielen. Weil ich das sowieso schon so gewohnt bin. Von der PlayStation 2 oder jetzt... Okay, auf der Xbox hatte ich das Spiel jetzt nicht. Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Wir sind ein bisschen Chefs. Das macht aber nichts. Halt, da war was. Mist. Da war irgendwie was. Was ist das? Da kann man hier hochklettern. Ach nein, da kann man nicht hochklettern. Okay. Gut, dann haben wir auch nichts verpasst. Und hopp. Da schwingen wir noch ein bisschen, damit wir auch wirklich hier drüben landen. Gut. Jetzt müssen wir hier hoch. Huch. Nochmal hoch. Und hier rüber. Und hier hoch. Okay. Ah, guck mal. Nochmal ein Zahnrad. Sehr schön. Komm, folgen. Okay. Jetzt können wir entweder hier rüber springen. Ich glaube, da hat's nichts mehr so in Richtung Geheimnis oder sowas. Deswegen schießen wir das erstmal an. Ups. Okay. Dann seht ihr da unten das Loch. Da müssen wir hin. Okay. Und hier, hier. Lara, hier, 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 hier. Huch! Genau. Hier runter. Das hat mich so lange gebraucht, um das zu Hause zu finden. Das hat mir sogar meine Freundin gezeigt, weil ich das wirklich nicht gerafft habe. Also sie hat mir einiges gezeigt. Sie war auch ein bisschen älter als ich, als sie das gespielt hat. Und zwar hier sehen wir ein großes Medipack und die Schrotflinte. Gefunden Schrotflinte. Sehr schön. Jetzt haben wir die Schrotflinte, die macht mehr Damage oder mehr Dingensbummens. Jetzt können wir entweder dahin oder zurückgehen oder rausspringen. Ich versuche jetzt aber mal hier zurück zu... Nein, 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 nein! Okay. Zurückzugehen. Okay, wir wollen jetzt hier an die Seite, weil ich noch gucken will, ob da wirklich nichts ist. Und wenn da doch was ist, dann ist es gut. Und wenn da nichts ist, dann haben wir zumindest nachgeguckt. Okay, jetzt einmal hoch. Und hoch und jetzt rüber. Jetzt nochmal hoch. Okay. Jetzt gehen wir hier rüber. Man sollte immer bei diesen Spielen alles abgucken. Nicht, dass man was vermisst, weil nachher kann man nicht mehr zurückgehen und es holen. Schwupps. Und schwupps. Okay. Kennt ihr denn Tomb Raider oder kanntet ihr Tomb Raider denn schon bevor? Und wenn ja, von wem? Also ich kannte Tomb Raider. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich kannte das von meiner Freundin damals. Bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, entweder von meiner Freundin oder weil ich das mal irgendwo gesehen habe. Aber ich glaube, das war von meiner Freundin. Okay, jetzt müssen wir da dran springen. Und dann müssen wir warten, bis wir hier jetzt an die Seite springen können. Und zwar jetzt. Da ist auch noch ein Wasserfall. Wasserfälle sind anscheinend ganz beliebt jetzt. Hier in diesem Spiel. Und jetzt. Sehr schön. Ist hier oben noch was? Ah, guck mal, da ist ein Schalter. Oh. Wo ist das? Das ist irgendwo unter Wasser. Okay. Gut. Dann sind wir jetzt fertig? Nein, runter bitte. Huh. Und einmal ins Wasser rein. Einmal Lara, 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 einmal ins Wasser rein. Flatsch. Huh. Hui. Okay.
Dann unter Wasser ist irgendwo ein Tor auf. Ach, guck mal. Das ist hinterm Wasserfall. Ah, da können wir noch nicht hingehen. Okay, dann gucken wir mal. Huch, jetzt gehen wir erstmal wieder unter Wasser. Da hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen. Macht nichts. Dann gucken wir mal, was da genau sich jetzt geöffnet hat. Ich glaube nicht, dass es hier war, weil wir hier schon waren. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nee, hier ist es definitiv nicht. Hallo? Okay, jetzt. Hm, komisch. Ich frage mich, wo das dann war, wenn es nicht da war. Weil sehen tue ich es jetzt auch irgendwie nicht. Vielleicht ist es ja irgendwie... Ist das was? Nein, vielleicht ist es irgendwo anders. Vielleicht finden wir es noch, wer weiß. Okay. Dann gucke ich mal. Wir haben jetzt die Schrotflinte, die zwei Pistolen, 4 große Medipacks, 2 kleine Medipacks, 2 Zahnräder und das Tagebuch. Ja, was schon wieder? Autsch. Dann benutzen wir mal die Schrotflinte und sehen mal, wie gut die ist. Oh, die ist ja sehr gut. Mist. Also die ist wirklich, ne? Sehr gut. Da ist es gut, dass wir die mitgenommen haben. Okay, jetzt gehe ich mal hier rein. Ein kleines Medipack, bitte. Wir nehmen aber normalerweise die Pistolen hier. Ups. Ja, wenn wir einmal eine Leiter benutzt, haben wir jetzt schon rausgefunden. Okay. Dann brauchen wir jetzt nämlich ein Zahnrad. Damit sich das bewegen kann. Gut. Dann können wir auch schon zum nächsten. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis dieses Ding hier hoch runterkommt. Und schwupps. Und dann können wir leicht da dran schwingen. Muss ich nur an der Seite gucken. Jetzt vielleicht. Ja, sehr schön. Und wir schwingen und schwingen und schwingen, schwingen, schwingen. Und jetzt. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nochmal ein Zahnrad. Das haben wir zum Glück gefunden. Ansonsten hätten wir jetzt wieder losgehen müssen und das suchen. Und sehr schön. Ich glaube, da oben brauchen wir nochmal ein Zahnrad. Ja, sieht so aus. Okay. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge in 2 Stunden wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr Tomb Raider schon kanntet und wenn ja, von woher. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis in 2 Stunden. Tschüss.